war der erste. Entschuldigung. Money Schiff. Oh. Kannst du gerne reinklicken, wenn du willst. So, und damit herzlich willkommen zu meiner Folge 53. Eine Folge, vor der ich mich jetzt länger gedrückt habe, sie zu schneiden, weil sie ein paar längere Szenen beinhalten wird, die ich kommentieren muss, weil sie erstens sonst langweilig werden und zweitens unklar ist, was passiert. Fangen wir hier mit der ersten an. Das war am 2.5.2020, also kurz nachdem der neue Bußgeldkatalog eingeführt wurde, wo man dann plötzlich größere Strafen blechen muss, wenn man außerorts oder innerorts mit seinem Auto zu schnell fährt. Was ich interessant finde, ist, dass niemand die Baustellengeschwindigkeitsbegrenzung juckt, außer mich, und das dann zu einer gefährlichen Situation führt. Das war damals eine Sensation. Dabei haben die meisten seiner Zeitgenossen gar nicht begriffen, was die wirkliche Sensation daran war, nämlich, dass man diese Maschine programmieren konnte. Sie wurde mit Lochkarten gesteuert, wie sie damals zur Steuerung automatischer Webstühle benutzt wurde. Die Maschine selber war universell angelegt. Sie konnte jede Berechnung durchführen. Als ich übrigens kurz darauf wieder da lang gefahren bin, hatten sie das abgebaut. Anscheinend haben sie gemerkt, dass es sinnlos ist, da 60 zu fahren. Generell habe ich manchmal in Deutschland so das Gefühl, dass Schilder so aufgestellt sind, dass die aufstellen, schon vermuten, dass man ein paar km/h zu schnell fährt. Demnach bin ich auch nur für eine höhere Bestrafung, wenn diese sinnlose Beschilderung aufhört. Ich habe die originale analytische Maschine einmal gesehen. Sie ist im British Museum in London ausgestellt. Wenn da tatsächlich das Maximum steht, was man da fahren kann, dann ist es mir auch recht, wenn man dann 20 km/h oder mehr zu schnell fährt, dass man dann so viel blecht wie zum Beispiel in der Schweiz. Man muss nicht verdächtig sein. Es wird alles von Computern gesteuert. Die verbinden sich willkürlich mit Telefonen und prüfen, ob sie etwas hören. Wenn ja, zeichnen sie es auf. Gut, das hier ist einigermaßen selbsterklärend. Ich habe mich in dem Fall tatsächlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten und der hinter mir hat gedacht, es sei mal eine gute Chance zu gucken, was ich so in der Hutablage liegen habe. Für mich war das insgesamt einigermaßen unangenehm. Ich meine, schneller wird's in einer einspurigen Straße nicht, wenn man dem anderen auf dem Heck hängt und der quasi die Geschwindigkeit fährt, die erlaubt ist. Brenzlig wurde es dann, als das Baustellenfahrzeug die Auffahrt hochkam und ich abgebremst habe, damit der noch auf die Autobahn ziehen kann, entspannt. Da hat sich plötzlich der Abstand massiv verkürzt. Ich habe halt extra sanft runtergebremst. Hätte ich etwas stärker runtergebremst, hätte er mir im Heck gehangen. Unangenehm, so eine Situation. Eventuell durch mein Gestikulieren hat er dann aber gemerkt, dass er zu eng auffährt und dann hat er ein bisschen Abstand gehalten. Aber eigentlich ist es traurig, dass es erst sowas braucht, damit die Leute das verstehen. Ich mit doppeltem Boden zu. Ihr habt schon ein Versteck. Und da ist noch Platz für... Warum? Es war für Dezember ausgemacht und kurz bevor alle Juden ihre Telefone abgeben mussten, haben Hermann und Avraham auch noch einmal telefoniert, haben die vereinbarten Parolen ausgetauscht. Hier in dieser Situation hatte ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt verfahren soll. Ich habe mich gefreut, als ich an der Gefahrenstelle vorbei war, dass ich wieder auf die rechte Spur wechseln konnte. Allerdings habe ich dann am Horizont gesehen, dass die Schilderbrücke anzeigt, dass die rechte Spur noch gesperrt ist. Also dieses große rote X oberhalb der Spur prangt. Allerdings sind die ganzen LKWs und so wieder auf die rechte Spur gefahren, obwohl das Lichtzeichen ja trotzdem sagt, dass sie gesperrt sei. Ich war mir nicht sicher und ich bin dann links geblieben. Das hat natürlich die Leute hinter mir richtig gefreut. Und was ich mich frage ist dann, wann ist das wieder aufgehoben, dass die rechte Spur gesperrt ist, wenn die Schilderbrücken das anzeigen. Normalerweise ja dann bei der nächsten Auffahrt. Das war dann auch der Punkt, wo ich dann wieder rübergefahren bin, als dann da die Baustelle anfing, aber vorher noch eine Spur wieder dazu kam. So, das waren jetzt die drei langen Szenen. Schreibt gerne mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Jetzt geht's mit dem regulären Mist weiter. Was hättest du in den 3 Monaten gemacht? Meine Abschlussarbeit vollendet, erwiderte er, hob sein Bierglas und prostete ihnen beiden zu, sondern nur als zivile Behörde eingestuft waren. Er musste also beweisen, dass er hier für das Reich und den Führer nützlicher war als an der Front, der das Gleiche tat. Und dieser Mann war niemand anders als Dr. Danzer. Hallo, Herr Doktor, sagte Helene und hielt ihm die Hand zum Gruß hin. Er sah sie verwirrt an. Es ist vielleicht besser, wenn du in dieser Angelegenheit nicht allzu neugierig bist. Hey,
Helene kam gar nicht dazu, sonderlich neugierig zu sein, denn ihre Arbeit verlangte von ihr, sich in die Tiefen gewaltiger Steuerprogramme zu versenken. USA den Krieg erklären, nicht umgekehrt. Jedenfalls ist für übermorgen eine Sitzung des Reichstags angesetzt, auf der er reden wird. Jungfrau gewesen war. Sie hatte aufgeschrien vor Schmerzen und das ganze Bett voll geblutet. Er hatte ihr hinterher befohlen, ihm ihr Blut abzuwaschen und sie hatte gehorcht. Nackt und zitternd. Und so hatte er sie dann zurückgelassen. Ja, von diesem Abend hatte er lange gezählt. Aber allmählich wurde es Zeit für eine neue Eroberung. Sein Telefon klingelte in der Tasche, als nur noch zwei Leute vor ihm warteten. Es war Adamek. Können Sie bitte so schnell wie möglich kommen?